Ja, die letzten 14, 15 Monate waren alles Rekordmonate, was die mittlere Temperatur angeht, weltweit. Also der heißeste August, der heißeste Dezember, der heißeste Februar und so weiter. Das heißt, im Augenblick geht die Erderwärmung gerade durch die Decke. Das ist für sich jetzt noch kein Alarmzeichen, weil im nächsten Jahr kann es wieder ein bisschen abflachen. Aber insgesamt sehen wir einen dramatischen Trend. Die Erde wird wärmer und der Mensch ist daran schuld. Paris, das Pariser Abkommen, die Erderwärmung auf 1,5 bis 2 Grad zu begrenzen, war ein großer diplomatischer Erfolg. Aber jetzt ist genau die Frage, werden wir das auch hinkriegen? Und es ist immer ein bisschen so, wie wenn man auf der Titanic beschlossen hätte, dem Eisberg auszuweichen. Aber man muss das Manöver auch hinkriegen und da ist jetzt die Politik gefragt. Ich finde, diese Regierung kann sich nicht aus der Verantwortung herausstehlen, in dieser Legislaturperiode noch die Weichen zu stellen für die Umsetzung von Paris, der deutsche Anteil daran. Und es sind natürlich im Wesentlichen 3 Dinge, die geschehen müssen. In den Klimaschutzplan gehört hinein zumindest ein Plan für den Kohleausstieg und der sollte vor 2030 geschehen. Dann muss der Mobilitätssektor natürlich angegangen werden. Es braucht letztendlich ein neues Narrativ für die deutsche Automobilindustrie. Und da muss man an den Wärmemarkt heran. Ja. Da bin ich relativ optimistisch, aber da müssen konkrete Zahlen rein. Man muss Ross und Reiter nennen. Syrien hat ab 2008 etwa die größte Dürre in seiner Geschichte, zumindest seiner aufgeschriebenen Geschichte, erlebt. Es sind 80 bis 90% aller Nutztiere verendet auf dem Land und 1,5 Millionen Menschen haben sich in die Stadt aufgemacht. Und wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, wenn der Klimawandel nicht gebremst würde, dann reden wir über Hunderte von Millionen von Migranten, die sich nach Europa, nach Nordamerika aufmachen. Das heißt, Klimaschutz ist die stärkste Bekämpfung von Fluchtursachen. Wir können inzwischen zeigen, dass wir Prozesse anstoßen können, die dann vielleicht über Jahrhunderte, Jahrtausende ablaufen, wie das Abschmelzen großer Eisschilde. Aber wir können das nicht mehr stoppen dann. Ne? Das heißt, ich muss heute wissen, welchen Vorgang ich verantworte. Und wenn die Politik sagt, nicht mein Bier, dann unterlassen wir genau eine Entwicklung zu stoppen, die für die Zukunft unserer Zivilisation prägend sein wird.